défense centrale. Ayeti, lui, il joue parce que Mouratiakine voulait lui donner du temps de jeu au détriment de Gaston Sauro et à la place de Fabian Cher, qui a écopé de 2 matchs de suspension après son geste d'humeur en fin de match contre Grasshopper la semaine dernière. Mais une vivacité qui peut en inquiéter plus d'un. Janjatovic, c'est pas mal fait ça aussi vers Scarione, mais Sommer est attentif. Même si le match est tranquille pour lui, il va rester. Erst auf Höhe von der Mittellinie. Sie pressen eigentlich nicht vorne, sie hindern nicht den Gegner am Abspiel vom Goalie. Der Daniel Loppa hat können den Stefan Bell ohne Bedrängnis anspielen und sie erwarten dann den Gegner der Höhe von der Mittellinie und versuchen so im Ballbesitz zu kommen. St. Gallen nützt es aber im Moment sehr gut aus. Wow, was für ein Tor! Klasse! 1-0 St. Gallen, Janjatovic. Und das in der 8. Minute. Ich habe noch gedacht, von dieser Distanz könnte man auch schießen. Wieso ist da keiner von den Grasshoppers? Er ist ja überhaupt nicht unter Druck gewesen, Janjatovic. Und ich war schon überrascht, wie Scarione den Ball annehmen kann, wie er sich drehen kann. Hier das Rückspiel. Und dann steht keiner da, der ihn daran hindert, diesen Ball ins Latten. Janjatovic, jetzt vielleicht der Konter. 5 St. Galler gegen 3 Genfer. Und dann ist das 2-0 perfekt. Isak, 2-0 in der Scarione. Schöner Lupfer. Und das 3-0 ist perfekt. Isak mit dem 3-0 für St. Galler. Heute noch nicht. 6 Tore in den letzten 3 Heimspielen für St. Gallen. Heute haben ihm andere den Rang abgelaufen. Scarione in der zweiten Halbzeit etwas präsenter. Hier ist noch die Möglichkeit für Martic. Amorou, Sosoko ist da, wo er sein muss. Jantovic. Obanje, Schneider. Obanje. Mario Muč. Janjatovic. Kann sich durchsetzen gegen Trion. Janjatovic. Nushi und Tor! Christian Nushi, 26. Minute, 1-0 für den FC St. Gallen. Das hat sich je länger, je mehr abgezeichnet. St. Gallen im Verlauf dieser ersten knappen halben Stunde immer stärker geworden. Und auch hier wird das der Fall sein. Jawohl, Michael Isak in die Falle getapst. Eine ganze Halbzeit. Montalon. Dann Bell. Weiterhin also zu 10 auf dem Platz. Es wird noch weiter gespielt. Und Pascal Dubay darf weiterhin nicht auf den Platz. Isak. Jetzt liegt ja auch noch Zverotic. Bern zu 9. Isak. Berner stehen da sehr kompakt. Dennoch versucht man es mit einem weiten Ball. Herrlich gemacht. Kein Abnehmer. Allerdings
letzten 10 Minuten sind angebrochen hier in der AfD Arena. Nushi. Christian Nushi, 3-1! AfD Arena, ganz verrückt! Zuvor musste er noch einstecken, jetzt teilt er aus. Christian Nushi mit seinem dritten Saisontreffer. Im Strafraum drin, Scarione. Mutsch vom eigenen Mann umgerempelt. Jan Jatovic ist dann ist spielbestimmt. Zu lang gewartet. Jan Jatovic, der Tonno, natürlich vorne mit dabei, der großgewachsene Innenverteidiger. Wüthrich, dann Jan Jatovic. Da Costa. Drmic. Benito. Jatovic. Ja, der Ball ist gut auf Scarione. Im Kopf von ungeheuer ist der Argentinier. Etundi ansonsten mit einer sehr guten Leistung. Scarione wird gesucht, aber der Steilpass. Bisschen zu weit gespielt. 0-1 im letzten Grund gegen die Grasshoppers.
Dazu gab es auswärts 4 Siege und 2 Unentschieden. Jani Adovic, klasse, auf Matis. Und da ist Marco Wölfli. Jetzt versuchen, zwar mit diesem Lupfer. Also Standard von Scarione heute schwach, Jani Adovic. Mindestens 3 Minuten werden nachgespielt. Wieder Tundi gegen Wanczak. Das zeugt auch von Mut beim FC St. Gallen, wenn man hinten einfach sagt, okay, ein Verteidiger weniger, wir spielen weiter nach vorne. Das tun die St. Gallen immer noch. Ball in den Rücken der Abwehr gespielt, nicht ganz angekommen. Lafferty, Zufall oder war das? Ich sehe nicht den Kopf von Kai Lafferty, aber normalerweise weiß man, wo Gegenspieler sind auf dem Teil. Vorarlberg aufgewachsen, aber ein Eigengewächs, hat schon lange hier gespielt, spielt schon länger hier in St. Gallen, hat aber in der Nachwuchsnationalmannschaft von Österreich mitgespielt. Wir tun die im Offside. Regazzoni gegen Shaxi Janjatovic. Katz gibt aber nur Abstoß, denn Regazzoni hat den Ball als letztes berührt. Janjatovic nicht angesehen. Janjatovic, oh, ein bisschen zu viel auf Regazzoni. Er könnte auch selbst schießen. Fanato, dann Marco Matis, entzieht jetzt je länger desto mehr in die Mitte. Regazzoni bricht durch, Matis kann das Tor machen. Da lässt er den Torinstinkt vermissen. Regazzoni vorbei. Matis, Janjatovic, und Etundi gegen Zal, 1 gegen 1. Ball noch im Spiel. Majukovas in Runde Nummer 1. Kuprusovic. Und Regazzoni. Und Scarione, der mitkommt. Regazzoni. Und dann den Ball in den Rücken der Abwehr spielen. Janjatovic. Vielleicht noch eine Chance. Cavusevic, Tor 2-1. Er kommt, schaut und trifft. Cengiz Cavusevic. Noch vor dem Pausenzähl mit dem 2-1. Herrlich gemacht von Regazzoni. Und dann gelingt Zürich hier nicht, die Sache zu klären.